Kennt ihr das? Ihr saßt in komischer Position vorm Rechner oder habt euch merkwürdig ins Bett gelegt und schon fangen eure Beine oder Hände an, unangenehm zu kribbeln. Woran das liegt, ob das gefährlich ist und was man dagegen tun kann, erfahrt ihr in diesem Video. Wovon wir reden? Das eingangs bereits beschriebene Phänomen wird in der Wissenschaft auch als Obdormition bezeichnet. Das ist einfach das lateinische Wort für Einschlafen. Die meisten Menschen empfinden ein Kribbeln unter der Haut, andere sprechen von einem pelzigen Gefühl oder dem Empfinden, als würden Ameisen unter einem herumkrabbeln. Oft ist das Gefühl kaum spürbar, manchmal aber auch so heftig, dass die betroffenen Gliedmaßen kaum noch benutzt werden können. Sicherlich kennt ihr das. So etwas passiert immer, wenn wir einen Arm oder ein Bein einklemmen. Liegt es am Blut? Und das wird meistens dadurch erklärt, dass das Blut nicht mehr an die Stelle fließen kann, an der es benötigt wird. Dadurch wird das eingeschlafene Körperteil unterversorgt und fängt an, sich lauthals zu beschweren. Eine schöne Erklärung, nicht wahr? Sie ist aber leider komplett falsch. Die Obdormition hat nämlich nichts mit dem Blutmangel zu tun, der angeblich auftritt. Dafür braucht es schon etwas mehr als nur ein sanfter Druck eures Kopfes auf den Arm. Ein solcher Blutmangel hat außerdem auch deutlich dramatischere Folgen als ein kleines Kribbeln. Das Hängetrauma. Der Begriff Hängetrauma beschreibt einen potenziell lebensbedrohlichen Schockzustand, welcher bei längerem bewusstlosen freien Hängen in einem Gurtsystem auftreten kann. Diese schneiden nämlich oft wirklich eure Blutzufuhr ab und wenn Menschen, die sich abseilen wollen, aus irgendeinem Grund in diesem System hängen bleiben, hat das oft lebensbedrohliche Folgen. Gut, dass die Ursache für einschlafende Teile unseres Körpers eine ganz andere ist und man auch nicht in einen lebensbedrohlichen Schockzustand treten kann. Woran es wirklich liegt? Die Nerven sind schuld. Sie laufen durch unsere Körper wie ein Netz von Stromkabeln. Drücken wir auf Nervenbahnen und klemmen sie ab, zum Beispiel weil das Gewicht unseres Kopfes auf ihnen lastet, gerät die Kommunikation zwischen den Gliedmaßen und dem Gehirn ins Stocken. Die Folge? Arme oder Beine werden allmählich taub, das unangenehme Kribbeln setzt ein. Was viele Menschen als lästig empfinden, ist jedoch eine sinnvolle Reaktion des Körpers. Sie signalisiert uns, bitte die Position ändern, hier ist etwas eingeklemmt. Ist es gefährlich? Nein, gefährlich ist das Einklemmen eines solchen Nervs eigentlich nie. Umgekehrt wird eher ein Schuh draus. Wenn ihr das Gefühl habt, dass euch etwas eingeschlafen ist, obwohl nichts klemmt und das Taubheitsgefühl auch nach Minuten noch bleibt, kann dies ein Signal für eine ernste Erkrankung oder sogar einen Schlaganfall sein. Mit so etwas ist nicht zu spaßen und wenn ihr derartige Symptome habt, solltet ihr euch ohne Verzögerung in eine Notaufnahme begeben. Ist jedoch nur ein Nerv eingeklemmt, verraten wir euch im nächsten Schritt, was zu tun ist, falls ihr es nicht eh schon vorher wusstet. Was also tut man dagegen? Ihr werdet mit eurem Bein am besten das tun, was ihr auch mit einem Menschen tun würdet, den ihr wecken wollt. Nein, nicht anschreien oder einen Wecker stellen, wie wäre es mit leichten Berührungen? Auch Massagen helfen und wenn es geht, versucht doch das eingeschlafene Organ ein bisschen zu bewegen. Mit diesen Tipps sollte es eigentlich nur wenige Minuten dauern, bis ihr wieder voll auf der Höhe seid. Ein richtig eingeschlafenes Bein sollte man aber nicht unterschätzen, vor allem wenn man in ungünstiger Stellung eingepennt ist und dann irgendwann vom Kribbeln aufwacht, kann so etwas schon richtig doll wehtun und unangenehm sein. Sind eure Beine gerade eingeschlafen, aber ihr seid einfach zu faul, um euch anders hinzusetzen? Verratet es uns in den Comments.